So, das ist die Brauerei Wein Stefan. Hier bei der Führung mit dem Journalistenverband. Und da geht's gleich los. Das Guthaus. Man beachte den Maßdruck am Arbeitsplatz, da wo andere die Kaffeetasse haben. Wie das Deputat hier ist. Ja, was passiert hier letztlich? Ist hier die Maische und Kurzzubereitung, um dann quasi letztlich ein vergärbares Extrakt oder eine vergärbare Flüssigkeit zu erzeugen. Gehen wir nochmal kurz auf das Reinheitsgebot ein und sich auf unsere vier Punkte. Der Bauer holt jetzt den Treber ab. Seele ausgelassen, ja? Also muss man sagen, vier Wochen im Normalfall, für uns, für untergängiges, obergängiges, das ist das. Fassabfüllanlage. Die gerade den Reinigungszyklus durchläuft, heißt. Ja? Sind wie zurück. Das geht nach Finnland hier. Ja, aber wir haben ja Finnland ist ja offen. Die Ströme immer. Also eine Marktlücke. Ja, ja. Die Kulmbacher, die sitzen ja dort. Ich bin
einfach nur stolz, hier zu Hause zu sein in Bayern. Ein echter. Maschine für die Flaschen. Zweistückig. Hier noch eine. Oder nein, das ist die Apfelanlage. So war das. So, alle Förderbänder. Vor allem machen wir das im Winter, wie das hier oben. Da ist das hier im Absatz ein bisschen geringer. Da steht das jetzt mal einfach nicht so fest verlegt. Das ist der Kastenlöscher. Da fahren die hier so über Kopf rein. Werden mit der Ablauge von dem Flaschenwäscher da hinten gewaschen. Kommen dann hier unten wieder raus. Und ab. Sind so alle vorbeigelaufen, die ich filmen wollte. Mindestens. Ein schöner Biergarten. So muss das sein.